Du bist so dämlich, das gibt's überhaupt nicht. Das kann, das geht auf keine Kuhhaut, so blöd bist du. So, das Schlimme ist ja jetzt hier bei dem Ganzen, dass wenn ich hiermit fertig bin, ich im Grunde genommen gerade woanders weitermachen kann mit Buddeln, weil ich ja auch gerne die Eisenproduktion voranbringen möchte. Und dafür brauchen wir ja im Moment erst einmal irgendwie Lager für die ganze Giftschlacke, die dabei entsteht. Und die sollte idealerweise irgendwo im Boden vergraben sein. Da kann die sich dann im Laufe von Tausenden von Jahren wieder zu irgendwas anderem entwickeln. Aber das muss halt auch erstmal gebaut, erstmal gegraben werden. Das ist halt leider das Problem, ne? Da hatten wir zwar mal mit angefangen, aber weit gekommen sind wir eigentlich nicht. Das heißt, da können wir auch noch mal ein bisschen was machen, ne? So, was bin ich halt? Ich bin sackenmüd gerade. Das ist ja zum Reiern. Oder habe ich so einen Sauerstoffmangel, weil ich keine Luft kriege? Oder woran liegt es eigentlich? So müde fühle ich mich gar nicht. Weil ich die Nacht auch nicht so viel geschlafen habe. Ich bin ein bisschen spät erst ins Bett gekommen. Das ist bei mir immer ein Problem, weil ich ja trotzdem morgen zu einigermaßen gleichen Zeit wieder wach bin. Deshalb ist bei mir, ey, einen dezenten Schlafmangel verursacht. Wobei ich eigentlich in den letzten Tagen dann auch andersrum wieder gesehen, gar keinen Schlafmangel haben können sollte, weil ich ja eh eigentlich viel zu ausgeruht bin. Ich schaff ja nichts, ich mache ja nichts, ich hänge hier nur rum. Ich hab fast nur frei und wenn ich mal nicht frei hab, dann hänge ich halt auf der Arbeit rum und hab da nichts zu tun. So, alles klärsche. Karren ist wieder voll. Fahren wir wieder eine Ladung weg und kippen sie ins Meer. Bald sind wir durch. Bald, bald, bald sind wir durch. Wie lange wir jetzt auch hier schon wieder dran hängen? Wahnsinn. Seit mir der eine nette Kerl den mehr als brauchbaren Hinweis gab, ich sollte mein Eisen doch mal in der Wüste suchen. Seitdem krampfen wir hier herum. Aber zumindest hoppla, haben wir seitdem auch ein bisschen was zu tun. Boom, Schakalaka, boom, Schakalaka, boom. Hat alles für Nachteile, so warum ich mich dann jetzt da. Da bin ich da. Sind die Klamotten wieder nass ins Frierchen wieder, jetzt werde ich wieder krank. Scheiße. Oh Gott. Heutzutage, das ist doch sowieso, du kriegst ja überhaupt kein Verständnis mehr. Heutzutage ist es halt immer, die Corona, 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 die haben alle noch kein Männergrip gehabt. Corona. So lächerlich. Also Corona, da kriegst du plötzlich Fieberalbträume, da fängt die Lunge an zu pfeifen, stirbst du, bist du weg, ist der Fall erledigt. Kriegst du gar nicht mit. Aber Männergrippe, da bist du ja am Dauersterben und das bei vollem Bewusstsein. Seid ihr schon mal bei vollem Bewusstsein gestorben? Scheint nicht, ne? Wisst ihr gar nicht, wie das ist. Aber sie wissen ja immer alles besser. Sie wissen ja immer alles besser. Alles haben sie schon gesehen, schon erlebt. Wenn es einen Film gab, haben sie ihn gesehen. Wenn es ein Buch gab, haben sie es gelesen. So, jetzt bin ich, glaube ich, langsam MD. Klugscheißer Man.
So, und wieder ein Stückchen näher gekommen. Und wieder die Schaufel halb ruiniert. Hola. Uhrzeittechnisch sind wir auch gut am Start. Also mein Timing heute ist ja auch wieder, wenn ich jetzt so feststellig müde wäre, als gähnen müsste, was mich echt gerade hart belastet. Gott, ach Gott. Könnte mir das hier echt noch eine ganze Weile treiben. Werde ich aber wahrscheinlich nicht. Ich würde ganz, ganz gerne dann doch jetzt diesen ja, diesen Damm fertig kriegen. Nee, keine Löcher entbaut wird. Jetzt lass halt auch mal einfach deinen Wagen los, dann kannst du ja auch besser arbeiten. Bin ja mit dem Damm fast durch. Wir nähern uns dem gegenüberliegenden Ufer. Da geht er dann auch irgendwann der Hang wieder so ein bisschen hoch und die letzten 3 Meter gehen ja dann richtig zack, zack, bum, bum. Ja, mein Karren steht zu so weit weg. Ich sehe es ja. Hoppla, so geht das nicht. Upp. So. Boah. Gut reagiert, du. Ein Stückchen näher rücken. Ist ein volles Loch drin hier. Eieiei. Jetzt so kreuzquer von hinten nach vorne gebuddelt. So, es war daneben. Das können wir auch eine Weile treiben. So kriegen wir die Schaufel natürlich auch kaputt. Nicht, dass es eh schon wäre. Schon wieder. Ja, deswegen will ich das auch mit diesem Eisen jetzt langsam echt dringend geregelt kriegen. Im Moment ist das ja alles mit der Verarbeitung noch wahnsinnig teuer. Solange diese Schmelzerei nicht brauchbar gelevelt ist, dass die Kacke mal günstiger wird. Das Problem löst sich ja dann irgendwann. Ja, also mal überlegen, ob ich noch ein bisschen Kupfer einbrenne. Kupfer habe ich da ja echt ohne Ende. Sehr schön. Jetzt auch nicht mehr so viel übrig. Bei dem zweiten Inselchen, das wir gesteckt haben. Aber wir dürften jetzt da langsam mit rumkommen. Da läuft ein Ötterli herum. Auf dem Fort, da läuft ein kleines Ötterli. Hollaladio, hollaladi. Zum Mittag gibt es heute Otteli. Olariau. So. Schaufel, Schaufel, einer noch. Ach, das gegenüberliegende Ufer ist schon so nah. Eigentlich fast schon nah genug jetzt.
Jetzt bekämen wir zumindest das Eisen ganz gut durch. Wir müssten halt mit zwei Karren arbeiten, aber jetzt würde es gehen, wenn wir nämlich den Iron Man voll bepackt mit Eisen bis hier vorne an die Kante fahren. Können wir mit Manfred drüben mit Sicherheit auch schon auf den Iron Man zugreifen und uns das Eisen dann rüberholen. Und mit Manfred dann nach Hause fahren. Das jetzt dann funktionieren. Aber da es ja jetzt echt nicht mehr viel ist, können wir das letzte bisschen, was da jetzt noch fehlt, auch noch machen. So, wir stampfen wieder eine Runde. Mit Glück brauchen wir nur noch eine Schaufel. Also eine Holzschaufel, so von Funkstabilität der Schaufel her. Und dann dürfen wir es haben. So, der ist schon angefangen zumindest. So. Du bist leer. Yeah. Wie weit ist es denn? Na gut, hier ist die Kante. Schon noch ein Stück hier. Das mal hüp hier. Ist ja noch ein Stück hier, wenn jetzt mal hüp hier. Du, daben die du. Aber im Vergleich zu was es vorher war, also jetzt ist hier diese Landzunge kommt jetzt schon verdächtig nah. Das ist ja wunderbar. Sie kommt so mächtig nach und unten. Mein Sternchen-Skill ist auch schon wieder ein ganzes Stückchen weitergekommen. Ich habe gar nicht geguckt, was. Naja, gut, ich laufe jetzt jedes Mal beim Feld vorbei. Wenn ich jetzt jedes Mal beim Feld gucke, wie es aussieht. So schnell geht's halt jetzt nur auch nicht. Das dauert schon noch einen winzigen Augenblick. Bis das dann so ist, wie wir es hatten gerne. Wie wir es gerne hatten. Was auch immer. So wie es ja auch noch eine Weile dauert, bis wir jetzt hier unseren nächsten Lagerfeuer-Skill reinkloppen können, weil jetzt hier momentan immer noch ewig lange die Ananas durchlaufen. Die Wurstel würden uns wahrscheinlich wieder Skillpunkte einbringen und da fehlt nicht mehr viel, dann bloppt unser Lagerfeuer-Skill unten auf Stufe 6. Und dann können wir doch tatsächlich auch da wieder mal einen Special-Skill oben drauf packen. Was haben wir überhaupt noch offen da drüben? Die Gartenhocke. Noch Level 3, da haben wir noch nicht so viel gemacht. Das Schneidern ist Level 4. Gut, klar, Jagd ist auf Level 6. Da mache ich mich jetzt auch nicht verrückt. Ich werde immer mal wieder was jagen zwischendurch. Der wird die 7 schon irgendwann demnächst erreichen. Hoppla, gehst du? Gehst du da? Dann mal hoch, danke. Ja gut, schmelzen. Schmelzen ist Stufe 2 immerhin schon mal. Da fehlt nicht mehr so viel zu Stufe 3, dass wir da schon mal den ersten Skill drauf kloppen können. Die Holzverarbeitung ist immer noch bei 5, weil wir da auch immer noch auf das Bauholz warten. Dann wird es noch losgehen. Gut, das Stufe 1 Dingens ist das Engineering. Das haben wir ja gerade erst angefangen. Gut. Und ganz unten wartet immer noch das Lagerfeuer. Nur noch eine der ältesten Skills von allen.